Moin zusammen und willkommen zurück zu Outward Definitive Edition. Wir sind zurück in der Halbinsel, nicht mehr im Enmecker-Wald und erkunden noch ein wenig das Konfluxgebirge. Letzte Folge haben wir dort den gelben Weg einmal freigeräumt, dabei eine ganze Menge Sachen gefunden und verkauft. Wir sind jetzt bei einem Wert von 1100, also 1100 Silberstücken und halt die kleine Menge, die da noch war. Und das nächste, was wir machen werden, ist, ach guck mal, wir können eigentlich jetzt hier rechts abbiegen. Das nächste, was wir machen werden, ist, wir gehen nach rechts und statten einem netten Geist einen Besuch ab. Der hat uns ja das letzte Mal, als wir den Hallo gesagt haben, ziemlich aus dem Leben gebügelt. Und nu, mit den neuen Runenzaubern ist Rachezeit angesagt. So, komm mal her hier, reiche Eisenader. Ja, sehr schön, dickes Öl und Kieskäfer, zusätzlich zum Eisenschrott. Eisenschrott ist ja bisher noch nicht wirklich hilfreich, also da kriegen wir irgendwie noch fast gar nichts für. Aber sei es drum. Wo gehen wir denn jetzt lang? Gibt es hier nicht auch ein paar Sachen, die man einsammeln kann? Nein? Mir wird kalt. Das ist nicht gut. Nichts? Einfach nichts. Und hier runter kann man auch nicht. Kann man da rein? Nein. Schade. Aber ach ja, jetzt weiß ich wieder, was es hier gibt. Hier ist hin und wieder ein Händler. Den hatten wir hier schon mal getroffen. Genau, diesen fahrenden Händler, der immer mal wieder irgendwo in der Welt auftaucht. Von dem wir auch viele dieser aktuellen Gegenstände, die wir tragen, gekauft haben. Von den Meisterhändlern. Meisterhändler-Set. Kann man das so nennen? Ich würde sagen schon, ne? Vom Meisterhändler-Set. So, sauberes Wasser. Habe ich noch genug Wasser? Ein bisschen kann ich mitnehmen. Oh, ich bin ein Horst. Ich hätte, als wir bei der Lebenslinie gewesen waren, hätte ich einen Wasserbeutel abfüllen können. Ach Mann, ey. Ich bin doch ein Idiot. So. Und Licht. Und jetzt muss ich nochmal hier neues Meeresfrikassee. Nein, das hätte ich nicht essen müssen. Oha, ich bin so ein Depp. Mann. Egal. Rein da. Nur aufpassen. Ich glaube, der wird nämlich jetzt nah an der Tür sein. Da muss ich schnell ausweichen. So. Ah ne, er ist wieder da vorne. Ja, guck mal, dann wird's leicht. Denke ich. So, er sieht uns. Falle Nummer 1. Falle Nummer 2. Hä? Wow! Wieso? Oh! Manch für meinen Rucksack. Ich bin hier in die Ecke gesprungen und kam hier nicht mehr weg. Und da hat er mich einfach richtig massakriert. Fast wäre ich wieder gestorben. Mann, hier bin ich ein Pfeifenheimer. So, was haben wir hier? Kaltstein kann ich schon. Aber ein paar Sachen. Und das sind gute Sachen. So, wie heißt der? Gebeine des verrückten Captains. Der hat Brot der Wildnis, Gabärenstulle, großen Smaragd. Und ein paar andere Gegenstände. Nützlich, nützlich, nützlich. Leichnam eines Abenteurers.
Boat au faux du Boat au feu du Pirat. Gesünder und nahrhafter als schierer Fisch. Ja, der sättigt eine Menge. 325. Lesen. Ich habe die ganze Welt umsegelt, aber nun ist meine Zeit gekommen. Der Schatz, den ich hinterlasse, ist klein, aber unermesslich kostbar. Wenn du dich als würdig erachtest, mein Vermächtnis anzutreten, beginne deine Reise in der Kabine meines alten Schiffs, das im Sand vergraben liegt. Kabine meines alten Schiffs, das im Sand vergraben liegt. Aha. Ich kann mich erinnern, dass ich das nie gerafft habe. Und nie dann gemacht habe. Aber ich weiß ja jetzt, wie wir zu den Nebenquests kommen. Kassenbuch für Monsieur, für Bergschatzsuche. Erster Hinweis, finde eine Schiffskajüte vergraben im Sand. Was natürlich sehr gut sein kann, ist, dass das in der Abrasa-Wüste ist. Denn da ist ja eine Menge Sand. Das ist wirklich sehr gut möglich. So. Dann mal los jetzt, ne? Ich habe keine Feuersteine? Wieso habe ich keine Feuersteine? Die alle da zurückgelassen? Ja, okay, wenn man sich überlegt, eigentlich brauche ich auch nicht mehr wirklich Feuersteine. Wobei, lass mal kurz schauen, was kostet der Funken? Ach, hier. Der kostet nicht viel, ne? Hat zwar Ablenkzeit, aber die zusammen kosten nicht so viel, wie wenn ich immer zwei Runen benutze. Ach, ich muss ja noch den Helm wechseln. So, dann können wir den hier noch trinken. Dann wird uns auch nicht kalt. So, wo gehen wir jetzt hin? Wir gehen jetzt wieder zurück in das Konfluxgebirge. So, welchen Gang nehmen wir denn als erstes? Den roten Gang haben wir, glaube ich, schon gemacht, ne? Aber da ist noch ein fetter Golem. Den müssen wir noch machen, den fetten Golem. Gibt es vielleicht hier oben was? Meine Neugier lässt nicht nach... Okay, hier gibt es nichts. Meine Neugier lässt aber nicht nach. Irgendwann laufe ich einen Berg hoch und finde dort auch mal was. Ganz sicher. So. Da vorne geht's rüber über die Brücke und da ist der blaue Weg, wo ich nicht wusste, wo der ist. Perfekt, da können wir dann direkt rein. Ja, da vorne seht ihr die blauen Fahnen und das Türchen. Da müssen wir hin. Wunderbar. So, dann machen wir schon mal hier physischer Schutz ran. Schwert habe ich nicht, das muss ich mir gleich noch holen. Hier links geht's weiter. Guck mal eben kurz, was da links ist. Was haben wir denn hier? Ah, Salzkristalle. Und ist hier hinter noch? Ja, ein Manastein. Gut versteckt. Aber nicht gut genug. Denn ich bin sehr neugierig. Deswegen konnte er sich nicht verstecken. Gut, dann können wir, denke ich, rein, ne? Oder ist hier draußen noch irgendwo was, was ich einsammeln kann? Hier um das Ding rum? Nein. Vorne ist noch eine Gabere. Den Turmip habe ich da vorne auch im Boden gesehen. Hier. So. Weil ich nicht weiß, was mich erwartet, holen wir mal ein Schwert. Und ab dafür. Blauer Pfad. Um Gegenstände, Waffen und Fähigkeiten im Kampf schnell einsetzen zu können, solltest du sie in Schnellslots legen. Du hast nur 8 Schnellslots. Wäre also klug. Wähle also klug. Ach, da steht wer. Wache vom Konfluxgebirge.
Wie kann ich dir Willkommen, helfen? dies ist der Pfad zur heiligen Linie der Halbinsel, der vom Kollektiv der Blauen Kammer bewahrt wird. Wenn du auf der Suche nach der Macht der Magie bist, schlage dich bis zum Ende durch und sprich mit den Wächtern im Herz des Berges. Ist das gefährlich? Ja, das ist es. Der Weg vor dir ist ein Labyrinth, in dem man sich leicht verirren kann. Aber es gibt Zeichen, die dir den Weg zeigen sollen. Diejenigen, die der Weisheit der Ahnen der Blauen Kammer Beachtung schenken, werden sich in diesen Hallen mühelos zurechtfinden. Darüber hinaus sind zahlreiche Troglüten hier beheimatet. Viele von ihnen haben sich Mana-Steine einverleibt und wurden so zu Schamanen ihrer Art. Sei also auf der Hut. Okay, das werden wir sein. Aber erstmal gucken wir, ob es hier noch was gibt. So, man hört hier unten auch schon von A nach B laufen. Okay, da ist einer irgendwo reingelaufen. Das heißt, es gibt Fallen. Hört man ganz genau. So. Dann mal runter hier. Links habe ich da so ein paar Fallen gehört. 3-1 ist das Licht. Upp! So, fertig hier, Mana Mantis. Ohren auf. Ach, da vorne, guck mal, da ist er. Ist hier? Eine Menge Mana. Und davon naschen die Troglüten also. Tut das nicht weh beim Kauen? Naja. Sollen sie essen, was sie wollen. Wir haben leckereres Essen. Eisenader. Was sollen die darstellen? Andariel? Okay, hier haben wir jetzt den Weg erkundet. Wobei, warte mal. Hier. Wo? Nicht ohne Schwert. Okay. Ja, die typischen Troglütenzeichen hier. Ist schwer beschädigt, ist nicht gut. Vielleicht finde ich ja noch eine. Aber ich hatte gelesen, man kann auch kaputte Sachen noch weiter benutzen. Wahrscheinlich sind die dann irgendwann komplett im Eimer. So, war ich hier auch schon? Ach, guck mal. Da geht's wieder. Ah, perfekt. Dann habe ich die linke Seite komplett abgedeckt. Da sehen wir schon wieder einen Troglüten. Aber einen Schamanen-Troglüten. Ach, guck mal. Dann haben wir den Gang hier auch abgedeckt. Das ist ja super leicht. Soll daran schwer sein. Bis jetzt ist es alles super leicht. Ich vermute aber mal, man soll Fackeln oder... Fackeln. Hier den... blauen Flaggen folgen. Die Troglüten-Schamanen machen übrigens als allererstes einen Buff. Deswegen renne ich da so straight up auf die zu. Das ist mir aufgefallen, dass die meistens immer, dass die meistens als erstes sich selber verstärken wollen. Und dann. Erst in die Offensive wechseln. Ah, Mist, Holz, das brauche ich nicht. Upp. Pilzelle bade. Solltest dir was nehmen, was... blaue Mannersteine? Oh nein, ich kann hier nicht hoch. Oh, Palladium. Vielleicht reagiert das Palladium mit dem Mana. Und deswegen wird es blau.
Palladium ist ja sowas wie das Mithril von Outward, würde ich sagen, oder? Aus Eisen macht man ja auch Stahl. Aber Mithril, also das so als Referenz zu anderen Bereichen, wo es halt auch andere Metalle gibt. Bisher haben wir ja nur Eisen und Palladium gefunden. Vielleicht gibt es noch was. Aber von der Wertigkeit her ist halt Eisen hier. Hier. Dann kommt Palladium. Vielleicht gibt es halt noch was Besseres. Das wird sich dann zeigen. So. Hier haben wir den Schamanen gemacht. Hier geht's auch noch weiter. Über eine Menge Müll rum. Muss man ja sagen. Werde schon wieder weg. Ach, guck mal. Und mein Dingensbuff ist weg. Und das ist auch nicht mehr an. So. Schon besser. Nehmen wir mal noch einen Astraltrank dazu. Nicht, dass da gleich ganz viele Gegner sind und mir geht das Mana aus. Die Macht der Mana. Nicht der Magiker. Nein, der Mana. Okay, hier sind keine Flaggen mehr. Dann gehen wir zu. Ich hasse dich. Du bist ein Drecksviech. What? Oh! Ah. Wir sind ein bisschen in der Enge gedrängt. Oh, aber der hat nicht mehr viel. Warte, ich kann ihn dann noch mal ein bisschen in eine Falle locken. So, der wird bestimmt hier hinlaufen, wenn ich mich hier hinter verstecke. Ich kann auch Fernkampf, ja? Au! Gleich geht's hier an den Kragen. Boom! Ich hasse die Biester. Das arkane Elementar. Das zittert jetzt auch so widerlich. Äther! Da kriegt man Äther her. Muss man eben schauen, da ist der Mantis. Wo geht's hier hin? Ach ja, hier war ich vorhin auf der Gabelung und da bin ich dann von allen Seiten angefallen worden. Okay. Wieder den Weg gefunden. Warte, war ich hier schon? Nein! Was ist das denn? Leichnam eines Aasfressers. Und dann hat er so schlechte Sachen. Mist. Oh, Blütenstab kann ich schon mal kaputt machen. Dann habe ich weniger in der Tasche. Was ist das? Die fügt Gegnern Vergiften zu. Zum Glück haben die das bisher noch nicht gemacht. Weil die haben mich ja schon ein paar Mal mit der Pilzhellebarde getroffen. So, da ist nichts. Und hier. Mein Schwert ist schon wieder weg. Runzel ist aus. Und der Buff ist nicht mehr an. So. Alles. Habe ich nicht jetzt gerade Lux Lichette aufgehoben? Lux Lichette ist doch große Mengen an Gesundheit. Einiges an Ausdauer. Ja, aber ich brauche... Warte mal, pikante Paste kann ich mal fressen. Und schauen... Ich habe hier noch eigentlich alle Buffs an. Brauche nichts weiter schauen. Wir können einfach... 37 Mana-Steine. Gerade mal so mit dem Augenwinkel gesehen da unten. 37 Mana-Steine haben wir. Hier. Krass, ne? Das sind potenziell 37 Feuersteine. Oder warte, Moment. 111. Okay, da ist ein Troglüt. Moment. 111 Kaltsteine.
Machen wir erstmal den Trocklüten hier. Noch mehr Mana. Ja. Mana Steine. Und hier könnten wir eigentlich mal, das ist eine schöne Stelle hier. Oh. Komm her. So. So. Da können wir eigentlich mal das Thumbnail für die Folge jetzt eben machen. Und fertig. So, was hat denn der Ritter hier? Druckplatten und ein bisschen Tee. Meine Taschen sind so voll. Ich kann schon mal hier einen leeren. Ah, warte, warte, warte. Die hier bringen nichts beim Händler. Weg damit. Harpune hier hoch. Joa. Viel mehr geht auch nicht. Gut, dann gehen wir mal eben hier lang. Ich habe jetzt gerade so ein bisschen die Orientierung verloren, aber das ist nicht so schlimm. Oh, jetzt habe ich sie, glaube ich, gleich wiedergefunden. Hier ist nichts. Und hier geht's wieder hoch. Da geht's auch unten. Wo geht's hier hin? Verglüht. Vorne ist noch ein Mana-Trocklüt und ein. Also ein Schamane und ein normaler Trocklüt. Machen wir mal. Oh, ich habe keinen Mana mehr. Wen interessiert es gar nicht, dass ich seinen Buddy geklotzt habe? Okay. Oh, jetzt wird es hier langsam eng. Mit den Taschen. Aber ich habe einen Plan. Denn hier geht's zu den Kammern. Perfekt. Ich habe einen Plan, denn ich werfe jetzt einfach mal. Sind die denn alle? Ach, hier! Okay, jetzt haben wir nämlich wieder Platz in den Taschen. Und die können wir dann, wenn wir runtergehen, dort können wir ja verkaufen, wieder mitnehmen. Genauso wie das hier, das müssen wir nur auf dem Hinweg. Ja, die Kiste gucken wir gleich. Es gibt nämlich noch einen Gang, den ich nicht gegangen bin. Warte. Ich glaube, ich hier hoch. Dann war das hier. Und hier. Siehst du, eine Trockenblütenkiste. Blitzfirnis. Den habe ich, glaube ich, noch gar nicht gelernt. Ja, wie macht man Blitzfirnis? Ach, Firnis. Ich dachte Blitzlappen. Hey, sorry. Das war Doom. Und da war aber noch ein Gang. Genau der hier, glaube ich. Ah, nee, falsch. Nicht der. Hier nochmal zurück. Und hier war noch ein Weg nach unten. Noch ein Mana-Stein. Ist abgesperrt. Okay. Dann haben wir, wenn ich nichts übersehen habe, den kompletten blauen Weg zur heiligen Linie auch erkundet. So, jetzt nehmen wir noch die ganzen Sachen hier mit. Dann sorgen wir dafür, dass wir auch besser Sachen tragen können. So, der hier rein. Der wiegt 7. Habe ich ein Schild? Nein. Das kann ich kaputt machen. Dann nehmen wir mal hiervon einen in der Hand. Davon einen hoch. Den hier hoch. Trinken. Noch einen Schluck trinken. Gut. So. Voll beladen geht's jetzt zu den heiligen Wächtern. So, rohes Fleisch.
Und nicht abgekochtes Wasser kann dich krank machen. Manche Tränke und Tees besitzen heilende Eigenschaften. Obwohl es damit länger dauert, bis du dich von deiner Krankheit erholt hast. So. Pilze nehmen wir natürlich auch mit. Und dich. Uff, sind wir ganz schön vollgepackt, ey. Wir können mal gucken unten, ob wir nicht ein paar Turmip eintöpfe oder... Ah, wollte gerade sagen, oder Astraltränke machen, aber ich habe keine Alchemieausrüstung hier. Und wenn ich die hier aufstelle, dann wird die nur wieder geklaut. So, dann gehen wir als allererstes oben zu dem einen Wächter, der auch Sachen kauft und verkauft. Ich hoffe, der hat noch viel Geld in der Tasche. Und ich meine, man kann auf den roten Weg, da haben wir ja noch den Golem stehen gelassen, da kann man, meine ich, von hier aus zurückgehen. Nur den gelben Weg kann man nicht von hier, von hinten aufzurren, oder wie man es nennen möchte. So. Vierter Beobachter. Ach, Wächter, nicht Beobachter. Du darfst jetzt Sachen kaufen. Oh, der hat richtig viel Geld. Warte, das lohnt nicht. Kann ich gleich zeigen, warum. Kommst gleich. So, noch was? Ich würde sagen, nee, ne? Ach doch, die Druckplatten, die kann ich ja nicht benutzen. Den benutze ich nicht. Den benutze ich nicht. 200, hat er Gold? Ja, einen hat er. So, kaufe ich den Turmip ab? Ein Astraltrank kostet 25. Nee, ich kaufe dem erstmal gar nichts ab. So, wir brauchen mal Licht. Runenbuch. 3-1 ist Licht. So. Next auf der To-Do-Liste ist Wasser. Denn dieses Wasser gibt Magieregeneration. Zwar nur schwach, aber es gibt Mana zurück. So, hier ist doch irgendwo auch ein Herd. Ach, da. Kann ich Meeresfrikassee herstellen? Ja. Perfekt. Eins reicht. Mehr brauche ich auch nicht. Fleischeintopf? Nee, warte mal. Haben wir hier Pilzriegel? Wurmip-Eintopf. Nee. Dann machen wir Mana-Tränke draus. Wir nehmen Fleischeintopf, oder? Ja. Und jetzt können wir Reiseproviant herstellen, aber das mache ich aus. Fleischeintopf und Salz, ne? Perfekt. So, was habe ich hier noch? Brot der Wildnis. Aber ich glaube, das ist besser, wenn ich so verkaufe. Reisrezept. Nein. Pilzriegel und... Ich habe kein Salz mehr. Okay. Hatte gedacht, ich mache jetzt aus den Pilzriegeln Reiseproviant. Gut, dann nochmal kurz nach oben. Ach ja, warte. Beeren. Mitnehmen. Perfekt. Das hört sich voll komisch an, wenn man das Wasser abfüllt. Da hörst du immer so ein kleines Knacken. Knäuspern. Du kannst in einem unserer Boote an die Oberfläche zurückkehren. Sekunde. Wo war es denn? Ich wollte doch irgendwas verkaufen. Reiseproviant, genau. Den brauche ich gerade nicht. Und Brot der Wildnis. Und die Azurgarnele, weil ich die nie benutze. Und den Rest brauche ich, ne? Ja, den Rest kann ich gebrauchen. Außer die Dinger hier, die benutze ich nie. So. Perfekt. Ah, viel Platz haben wir in der Tasche nicht, aber das ist nicht so schlimm. So, ach ja, was ich noch zeigen wollte, war, man kann ja Sachen zerlegen. Nein. Die hat mir 3 Silber gegeben, die kaputte Kleidung. Oder 3 Leinentücher. Aus 3 Leinentüchern kann ich immer noch auch
Wie heißt es? Kann ich auch noch immer... Verbände machen. Diesen Mehrwert. Der Nutzenfaktor ist höher. Ich benutze zwar aktuell wenig Verbände, aber besser haben als brauchen. So. Brauchen und nicht haben, so. Genau. Jetzt gehen wir wieder in den roten Weg zurück. Das ist der letzte, den wir jetzt noch nicht... schon länger nicht mehr gemacht haben. Der heldenhafte Pfad. Da könnte natürlich sein, dass wieder ganz viele Troglüten da sind, aber die kriegen wir easy peasy weggeschnetzelt. Ne? Also, da brauchen wir uns keinen Kopf machen. Weiter. Hä? Warum ist das hier denn zu? Ah, da müssen wir wieder nach draußen. Schaffen wir es in der Zeit bis zum roten Pfad? Ich denke schon. Da muss ich nur lange genug sprinten. Oder wir gehen aus dem Blauen raus. Genau. Ah ne, meinen Blauen kann man nicht hoch. Da ist eine Treppe. Ach, ist das doof. Nicht eine Treppe, so eine Erhöhung. Okay. Dann mal schnell zum Boot. So, wilde Bestien lassen Körperteile zurück. Daraus können mächtige Waffen, Tränke und Tränke hergestellt werden. Oder Köder entfallen. Hier da vorne Blausand schimmern. Blausand ist viel wert. Also holen wir uns den. Oh, mir wird trotzdem kalt. Ah, nicht, dass ich da vorne in die Festung rein muss, weil mir so kalt ist. Ich will nicht in die Festung. Festung ist doof. So, noch das hier mitnehmen, das Amulett mitnehmen und dann schnell zum Konfluxgebirge zurück. Auf geht's. Wisst ihr, was Outward noch besser machen können, neben den schon vorhandenen Nacht-Tag-Events, die es in manchen Bereichen gibt? Dass bei Nacht andere Gegner rauskommen. Die sich bei Tag verstecken, die du auch bei Tag nicht finden kannst. Das wäre richtig cool gewesen. Alter, mir wird richtig sackkalt. Vielleicht muss ich eine Fackel machen? Ich glaube, ich muss eine Fackel machen. Ja, besser. Wunderbar. Schnell wieder ins Konfluxgebirge zurück. Ich muss nur den roten Pfad noch eben finden. Nichts da. Ach, das ist der... Ah, der Wind. Da unten sah es so wellenmäßig aus, wie da das Licht durchs Gras geschimmert hatte. Da dachte ich, da läuft vielleicht einer lang. Aber das war wahrscheinlich nur der Wind. So, da ist der blaue Pfad und der rote Pfad ist irgendwo da in die Richtung. So. Wie viel Uhr haben wir? 1 Uhr morgens. Gut, wenn wir den roten Pfad dann durch haben, dann dürfte es auch wieder Tag sein. Lecker. Ein Tourmap. Ist es bei 1 Uhr nachts, dass man da die Sonne am Horizont sieht? Ist das normal? Dann müssen wir weiter nach oben oder nicht? Ich glaube, wir müssen weiter nach oben. Lauf mal eben. Sieht immer so komisch aus hier manchmal. Da denke ich immer, da wäre jemand.
Da liegt jetzt aber was auf dem Boden. Wusste ich's doch. Dachte schon, ich werd verrückt. Boah, was ein Riesenfeuer. Das ist aus dem einen Banditenlager, ne? Krass. Kann man richtig weit sehen. Oh, hier ist ein Lagerfeuer. Nett. Ach, das ist ja, glaube ich, das Lagerfeuer, wo mich der Gap gerettet hatte, ne? Und hingebracht hat. Spitzhacke ist kaputt. Hm. Ja. Dann sei es drum. Ich habe jetzt gerade ein ganz anderes Feeling, weil der, weil das Licht ausgegangen ist, das Mana-Licht. Und in dem Moment ist auch die Musik aufgehört. So. Meine, ich könnte doch hier jetzt so rein. Oder? Ah, toll. Müsste die einmal reparieren. Da ist der Eingang, glaube ich. Gummip nehmen wir aber noch mit. Nur aufpassen, dass man hier nicht runterrutscht. Und da runterrutscht, dann sieht's böse aus. So, heldenhafter Part. Also ein fetter Mecher oder Golem oder wie man es nennen möchte. Und eine Magierin. Weggemacht. Oh, die hat noch so einen breiten blauen Hut. Der fällt mir ein, ich muss meinen breiten schwarzen Hut tragen. Mal wieder nicht dran gedacht. Ich könnte jetzt hier reparieren, tu's aber nicht. Warum? Warum mache ich das? Doch eigentlich eben reparieren. Oder ich stelle mal mein Luxuszelt auf, das ist besser. Komm, Luxuszelt. Blase. Ach, Entschuldigung. Ist mir aber gut noch eingefallen. Ich muss ja auch die Spitzhacke anlegen, wenn ich die reparieren will. So. 100% Hinterhalt, wenn man hier repariert. Was? Nutzt mit fortschrittender Benutzung. Ja, das wissen wir, dass sie sich abnutzt. Rast in einem Zelt repariert. Und so weiter und so fort. So, wie viel haben wir jetzt? Das langt. So, zuerst mal brauchen wir Licht. Dann brauchen wir eine Waffe. Dann brauchen wir Verteidigung. Könnt jetzt rausgehen und den Mana-Stein abbauen? Ja, machen wir mal eben. Das ist sinnig. Noch eben schnell den Mana-Stein abbauen, dann kann ich ihn nicht vergessen. Dann haben wir, glaube ich, aber auch für lange Zeit genug Mana-Steine, oder? Müsst ihr jetzt wie viele haben? 40? Wobei, ich übertreibe nicht zu sagen, dass man benötigtes Geld nicht unterschätzen sollte. Ich dachte ja auch, dass ich mit irgendwie 1200 Geld ausgesorgt hätte und dann kamen die Runenzauber und dann hatte ich auf einmal zu wenig Geld. So. Bräuchte noch irgendwas in Richtung Magierstiefel und Magierrüstung, wo ich dann weniger Mana verbrauche und mehr Schaden mache mit Dingens. Es gibt da ja im Berg... Alter, hat die mich jetzt erschrocken. Es gibt da ja im Berg einen Händler, der was verkauft. Ach, guck mal da. Da haben wir ja hier... Ei, ei, ei. Vorsichtig.
Oh, zum Glück nicht vergiftet. Nochmal Holz mitgenommen. Da wollte ich das gar nicht. Jetzt muss ich aufpassen. Oh! Der kriegt aber viel Magieschaden. Hier ist irgendwo noch so ein Mana-Ding. So ein arkanes Dingensbummens. Mist daneben. So. Da ist es. So, geh mal runter. Ah, der blöde Felsen. Sekunde. Habe ich Fluchreiniger? Ja. Oh, ein Regenschirm. Was macht denn der Regenschirm aus? Der hat sich geheilt. Krankheit. Oh ja, ja. Was für eine Krankheit? Heil? Malerkostenbarriere. Nimmt von der Zeit alleine ab. Aber ich hab doch. Sekunde. Die machen mich kirre da oben, mit denen wir in die Falle laufen. Ich hab doch hier. Wo ist es? Halt sofort die halbe. Du bist sehr müde. What? Ach ja, Träumerwurst. Ich bin ein Idiot. Oh, okay. Wenn ich das aber esse. Das ist egal. Okay, was macht müde? Aus der Mana-Wiederherstellung pro... Oh! Krieg mehr Mana. Das nehmen wir. So. Wir stellen uns jetzt clever dem fetten Arkan-Viech. So. Heilen. Mana-Frikassee fressen. Ein Heiltrank. Waffen. Und Astraltrank. So, Kollege Schmalspur, jetzt geht's ans Eingemachte, nachdem ich an der Küste hier war. Ach, nehmen wir alles, komm. Bunthaufen noch. Gleich mal gucken, was das für ein Rezept war. So. Da oben ist das Viech. Nein! Nein! Ui. Ah! Ah! What? Sekunde. Jetzt will ich mal... Wenn wir jetzt gerade die Chance haben, können wir uns mal... Ausgelaugt. Elementarschaden minus 40%. Was passiert, wenn ich jetzt noch so ein... Ne, wenn ich jetzt noch so ein Traumwurz esse, dann pennt der 100 pro ein. Oi. Ich habe keinen Mana mehr. Autsch. Nehmen wir den. Das ist gut. So, ich würde sagen, ich gehe jetzt einfach mal. So. Schwerster Gegner hier. Ach nee, warte, es gibt da ja noch so einen Golem. Okay. Ich kümmere mich gleich um die... Ach, guck mal, ausgelockt ist weg. Ich kümmere mich mal eben jetzt um das Ding.
Rucksackübergewicht. Ich bin noch müder geworden. Ha. Ha. Buchreiniger. Habe ich noch welchen? Nee, aber ich habe die, negativen Statuseffekte weg. Komm schon. Was haben wir hier nochmal? Ach, nix. Giftlappen. Den könnte ich nach unten fahren lassen. Aber der muss nach oben. Damit man da durchlaufen kann, genau. So, oh, 45 Minuten. Ah, ist egal. Jetzt habe ich Blut geleckt. Jetzt haben wir hier schon so viel gemacht. Das Arcane Elementar ist weg. Es wird eine Menge gelernt, was das so alles kann. Ist ja noch nicht gekannt. So. Blutpilz, brauner Würzkäfer. Ich könnte jetzt theoretisch schon durchlaufen, aber ich will ja eigentlich. Warte, hier sind Mana-Mantisse, ne? Ja, hier ist irgendwo ein Mana-Mantis, wenn ich mich nicht vertue. Da vorne rechts. So. Essen haben wir weg. Das war leicht. Warum auch immer der so lange gepennt hat. Ist uns zugute gekommen. Oh, meine Tasche. So, haben wir jetzt noch irgendwo, sieht man nicht von hier? Nein, sieht man nicht. Von irgendwo sah man dann aber den Golem gegen den Mana-Mantis kämpfen. Das wird ja jetzt wahrscheinlich wieder passieren. Ich bin müde, ganz, ganz schlimm müde. Ich mach das jetzt. Sehr müde. 3 Mana. Und Ausdauerwiederherstellung ist schlechter. Das ist egal. Mehr Mana-Regeneration können wir gerade gut gebrauchen. So, hier sind wir durch. Jetzt müssen wir noch nach oben, wo die Troglüten gerade die ganze Zeit durch die Falle rennen. Na, Vorsicht, nicht durch die Falle laufen. Ich glaube, die haben sich alle umgebracht. Ja. Uiuiui. Warte mal, ich kann was kaputt machen. Und was verschieben. Und was kaputt machen. Und was verschieben. So. Ich glaube, jetzt könnte man halt von hier aus den Lift hochfahren, aber wir wollen noch zu dem dicken Golem. Doch, ich würde sagen, wir machen dann doch mal eine Rast. Und, haben wir's? Oh, ich habe eine neue Spitzhacke bekommen. Egal. Zelt. Luxuszelt. Rein da. Eine Stunde schlafen, eine Stunde reparieren, eine Stunde reparieren, eine Stunde Wache, warte, 2 Stunden schlafen, noch eine Stunde Wache, noch eine Dingens. Zehn Prozent, die nehmen wir. Komm schon, 10%, das haut hin. Du kannst mit bloß nenne viele Gegenstände nutzen. Nützliche Gegenstände herstellen. Das Menü Überlebens. Glücklicherweise verläuft die Rast. Die Rest. Okay, das ist der Rest ohne Zwischenfälle.
Und du fühlst dich für den neuen Tag gut vorbereitet. Das ist gut. So. Benutzt du... Nein, nicht benutzen. Jetzt brauchen wir erstmal... Nehmen wir mal das. Nehmen wir mal das. Trinken wir einen Schluck. Wo ist unser Runenbuch? Hier ist unser Runenbuch. Jetzt machen wir erstmal Licht. Wunderbar. So, jetzt gucke ich mal eben nach, weil jetzt haben wir ganz viele Schutz vor Frost, Blitz, Fäulnis und tierischen Widerstand. So, wo war das nochmal? Hier. Ja, ist doch gar nicht schlecht. So, jetzt können wir runter und den Golem mal in Angriff nehmen. Du wirst sowas von drauf gehen, Kollege. Also, Schlachtplan. Ich lege auf jeden Fall auch Stolperdrähte. Ich habe ja, glaube ich, hier unten jetzt... Und da ist das. Ich habe ja Stolperdrähte und ich habe... Fallen, die ich legen kann. Magische Fallen. Oh, die Tür ist wieder zu. Okay, da muss ich wieder so runter. Ah, das wird schlecht. Wenn ich von oben wieder runter muss. Sekunde. Habe ich nicht was, was meinen Magiker wieder zurückbringt? Nicht? Schlagfestigkeit verbessert. Okay. Da vorne ist er. Sack. So, Steinmantis. Ich dachte, das wäre so ein Mana-Mantis. Okay, den Rucksack. Den muss ich hier ablegen. Oh ne, dann habe ich die Stolperdrahtfallen. Nicht Sekunde. Und die Stolperdrähte. Das in die Tasche verschieben. Wo sind die Stolperdrähte? Da. Ach. So, ja. So, jetzt kann ich nämlich den ablegen und Stolperdrähte aufstellen. So. Warum kann ich den nicht aufstellen? Jetzt geht's. Oh, er sieht mich. Warte. Nice! Hat die viel Schaden gemacht? Na, was bist du? Schwertgolem. Kaputtes Golem-Rapier. Alles meins. So, da kann ich die Nagelfalle hier zerlegen. Da ist er nicht reingelaufen. Alter. Dem Moment, wo ich den Klang gehört habe und gesehen hatte, wie wenig Schaden er schon wieder von der einen Falle bekommen hat, dachte ich, oh nein. Und dann ist er in die eine, in die Magiefalle rein. Und hat richtig auf den Sack gekriegt. Einfach nur genial. Da muss es dann aber auch, denke ich, bei den Druckplatten fallen. Oh!
Nicht gesehen. Bei den Druckplattenfallen eine ähnliche Falle geben, denke ich. Noch ein kaputtes Golem-Web hier. Eine Schreckensfalle. Junge, jetzt habe ich aber richtig Rucksackübergewicht. 3337. Dann tragen wir mal so eine, weil wir sind jetzt durch. Hier gibt es keine Gegner mehr. So, einen hiervon können wir leeren. Den können wir trinken. 19 zu 3. Aber 8 Beutel Bonus. Aber ich denke dann doch schon, dass wir damit besser fahren. Ja. So, damit fahren wir besser. Können wir das wieder hier hinpacken? Runenbuch in die Tasche. Buchreiniger in die Tasche. Und so geht's einigermaßen. So, was hat er hier? Noch ein paar Sachen. Gut. Die bringen wir dann. Upala. Bringen wir dann zum. Wie heißt er? Vierten Beobachter. Dort werden wir dann eine ganze Menge von dem Kram los. Die Rüstung, die wir jetzt gerade tragen, können wir da auch verkaufen. Und. Ui, das ist aber eine lange Folge. Ja, okay. Aber. Wir haben ihn besiegt. Der Schwertgolem liegt im Dreck. Und was haben wir gelernt? Der ist sehr anfällig für Magie. Wahrscheinlich wäre. Ach ja. Kann den Fangdreizack jetzt noch lernen? Voila. Schreckensaxt, Fangdreizack. Wunderbar. Wahrscheinlich wäre es. Mal kurz die Fangaxt. Ne, Fangdreizack. Okay, Fanggroßschwert. Wo ist die Schreckens? Ach, die machen dann Feuerschaden. Okay. Nicht nur. Oh, okay. Moment. Schreckensaxt. Hier. Giftschaden, Schaden. Braucht man dafür? Schreckenschitin. Fangaxt. Oh lol. Man kann diverse Sachen sich bauen und aufwerten. Alter, bin ich langsam. Ach du gute Güte. Ja, okay. Das kann ich ja offscreen laufen, das Stück. Oder ich laufe zweimal. Ja, mal überlegen. Wir haben gelernt. Der Schwertgolem ist super anfällig für Magie. Hätten wir damals eine passende Nahkampfwaffe gehabt, hätten wir den wahrscheinlich besser wegbekommen. Gut. Ich würde mal sagen, hier ist jetzt Feierabend. Vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, euch hat es gefallen und gerne auch dann, ne, bis zur nächsten Folge. Tschüss. Macht da wieder.